Lieben, ja, herzlich willkommen hier wieder auf meinem Kanal. Ich bin die Melali und ja, ich habe heute das Oracle of Desire für euch ausgelegt, das heißt dieses Wunschkugel-Orakel. Und wir gucken heute wieder drauf, was für ein Wunsch sich für dich in nächster Zeit erfüllen darf oder um was es hier genau geht. Ihr wisst ja, es ist alles ein allgemeines Kollektiv, das heißt, diese Botschaften, die ich hier rausgebe, können mit dir übereinstimmen, müssen sie aber nicht. Aber vielleicht ist auch nur eine kleine Aussage dabei, die dir schon in deinen Schritten oder das, was du vorhast, weiterhelfen kann. Ja, ich habe hier in der Mitte wieder ausgelegt. Das heißt, hier schauen wir, um was es hier genau geht. Da haben wir hier die Vergangenheit und hier gucken wir in die Zukunft für alle, die hier neu dabei sind und es noch nicht gesehen haben. Und dann würde ich mal sagen, starten wir los. Gucken mal rein, was hier Thema ist. So, wir haben hier einmal den Park, okay. Dann haben wir einmal den Klee. Also es scheint hier um ein Treffen gegangen zu sein, das vor kurzem stattgefunden hat. Oder vielleicht hast du vor kurzem jemanden kennengelernt. Oder es ist etwas öffentlich geworden vor nicht allzu langer Zeit. So, schauen wir mal, was haben wir hier? Da haben wir ja schon den Kandidaten dabei. Hier geht es also um den Herzensmenschen. Dann haben wir hier die Mäuse. Okay, und wir haben hier das Schiff. Ah ja, also es kann hier, wie gesagt, nicht für alle zutreffen. Heute haben wir ein paar Möglichkeiten. Das heißt, hier habe ich also hier, würde ich sagen, hast du jemanden kennengelernt. Vor kurzem war auch eine kurzfristige Sache und diese Person ist also in den Verlust gegangen oder hat dir hier, würde ich sagen, ja, sehr viel Kummer und Sorgen beschert. Und mit dem Schiff geht es also darum, das in die Veränderung zu bringen oder beziehungsweise hier hat sich irgendetwas aufgetan, was eine Veränderung zwischen euch beiden, ja, sozusagen hervorgerufen hat. Wenn du hier nicht auf einen Herzensmenschen schaust, ja, dann münzt du das für dich um. Das heißt, dann gab es hier vor kurzem irgendein Ereignis, ja, wo du vielleicht auch irgendwie dran gearbeitet hast, aber irgendwie ist das nicht aufgegangen, diese Sache, um die es bei dir hier geht, ne? Und ja, man hat hier vielleicht auch gewisse Sehnsüchte gehabt oder man hat hier, wollte hier einfach irgendwas verändern, aber ja, war nicht so oder ist vielleicht nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast, ja. Für alle anderen, die hier wirklich auf den Herzensmenschen schauen, und das sind wahrscheinlich auch die meisten, haben wir hier irgendwas Kurzfristiges, was Kleines, was da stattgefunden hat. Also entweder wirklich ein Treffen, ja, wo irgendwas in die Binseln gegangen ist oder wo etwas an die Öffentlichkeit aufgetaucht ist, was dir schon ein bisschen zugesetzt hat, wo ich mal auch sagen würde, ja, dass diese Sehnsüchte, Wünsche, Träume oder Hoffnungen, die du hast oder hattest, ja, mit diesem Menschen nicht in Erfüllung gegangen sind. So, schauen wir mal weiter. Wir haben hier, alles ist vergänglich. Du kannst die Vergangenheit nicht verändern. Sehe sie als dein Lehrer oder als wunderschöne Erinnerung. Schau nicht zurück zu dem, was war, sondern auf das, was kommt. Ja, also es geht darum, diese Sache jetzt hier wirklich in die Veränderung zu bringen. Das heißt, das hinter sich zu lassen. Vielleicht hast du hier auch ein bisschen Herzschmerz liegen. Ja, also irgendwie, ja, hat man hier vielleicht auch einen tollen Menschen kennengelernt, aber irgendwie ist das nicht aufgegangen, beziehungsweise hat das nicht funktioniert, weil die Karte hier sehr darauf hinweist, dass das eben ja nicht in diese Erfüllung gegangen ist, wie man gedacht hat. Dann haben wir hier den Glücksbringer. Ja, also es geht hier mit Sicherheit wahrscheinlich wirklich um einen Menschen, den du kennengelernt hast. Dein Glück hängt niemals von jemand anderem ab, sondern allein von dir. Du bist der Gestalter deines Glückes und kannst es in dein Leben integrieren. Glück zieht Glück an. Ja, also hier vermute ich schwer, dass es hier wirklich um eine Person geht, von da hast du dir was erhofft oder da hattest du gedacht, das würde hier vielleicht in die Wunscherfüllung gehen, ist es aber nicht. So. Dann haben wir hier mit der Zeitkarte, ja, das Schneckentempo, abwarten, es zieht sich etwas, ja, bis natürlich jetzt diese Sache hier verdaut ist, ne, das kann sich ein bisschen ziehen, sage ich mal, gibt dir auch dafür selber die Zeit, das ist wichtig, ja, diese Sache, ja, mal zu verarbeiten, ja, erstmal sich das auch ein bisschen anzuschauen, aber wie hier das Glücksschweinchen ja schon sagt, dein Glück ist nicht abhängig von einer anderen Person, ja, sondern von dir selbst. Und auch wenn das hier nicht funktioniert hat,
ja, dann hat es immer einen Hintergrund, sage ich. Ne? Entweder war es der falsche Zeitpunkt oder es ist einfach etwas Besseres auf dem Weg zu dir. Und deswegen sollte man die Vergangenheit ruhen lassen. Ne? Das ist halt immer nicht so einfach, wie man hier sieht. Deswegen auch das Schneckentempo, dass man sagt, okay, pass auf, das zieht sich ein bisschen, aber gib dir selber auch die Zeit dafür, das hier wirklich in die Verarbeitung zu bringen. So, jetzt schauen wir uns mal in die, oder schauen wir mal in die Vergangenheit. Was haben wir denn hier? Da haben wir die Allee. Ja, da kann es sein, wirklich, dass es eine Zufallsbekanntschaft war. Vielleicht hast du die aber auch über eine Flirtbörse kennengelernt oder draußen. Ja, man sieht hier, wie gesagt, man hat hier vielleicht auch gemeinsame Sachen unternommen. Man hat sich vielleicht auch gegenseitig besucht, ja, oder ist irgendwo hingefahren. Also hier ist auf alle Fälle schon ein Treffen gewesen, ja, oder man hat sich zumindest schon mal gesehen, ja, wenn auch vielleicht nur kurzfristig oder nur ein paar Mal, also nicht so sonderlich oft, weil wir hier den Klee haben, das ist ja eher das kleine Glück. Aber irgendwie hattet ihr zumindest schon Kontakt. So, dann haben wir hier einmal den Schlüssel bekommen und wir haben hier, ja, siehst du, einmal die Mäuse. Also es ist mit Sicherheit, hat das hier nicht funktioniert. Ja, es hat auch mit Sicherheit hier nur Stress, Kummer und Sorgen gemacht. Das heißt, weil das hier irgendwo nur das kleine Glück war, das heißt, man wollte sich vielleicht ja öfters sehen, hat aber dann auch nicht geklappt. Ja, es war irgendwie so eine Larifari-Geschichte. Also irgendwie, weil der Schlüssel auch die Sicherheit hier anzeigt. Ne, man wollte vielleicht schon etwas dingfest machen oder man wollte da Stabilität und Sicherheit haben, aber die Mäuse fressen das weg. Das heißt, das ist hier nicht aufgegangen. Ja, so, schauen wir uns mal die weiteren Klärungskarten an. Ja, man hat hier, man wollte hier vielleicht auch ja, kontrollieren oder beziehungsweise wirklich diese Sicherheit auch bestätigt haben, aber man hat sich hier eher im Hintergrund gehalten. Ne? Das Fernglas ist eher der Beobachtungsposten, man hat vielleicht sich gegenseitig beobachtet, das kann sein, aber es ist jetzt nicht in diese Richtung gegangen, dass es hier irgendwo was Festes hätte werden können. Ja, also irgendwo ist viel aus dem Hintergrund passiert, man hat sich nicht geöffnet, ja, auch hier der Park mit dem Klee, es ist nur so kleinweise vielleicht etwas an die Oberfläche gekommen, aber so richtig, dass es dir eine Sicherheit, eine Stabilität vermittelt hätte, das war es eben nicht, ja. Das Ganze, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, kann man natürlich auch auf deinen Wunschpartner ummünzeln, ne, dass der sich auch hier irgendwo was erhofft hätte, aber letztendlich ist es dann eine sehr kontrollierende Person, würde ich hier sagen, ja, und hat hier aus dem Hintergrund agiert, das heißt, hier hat sich jemand nicht wirklich öffnen können, ja, weil hier auch jemand sehr sicherheitsbedürftig ist, sage ich mal, oder hätte die Sicherheit auch gebraucht und vor lauter Angst hat man das aber nicht umsetzen können, ja, das Ganze kann natürlich auch für dich passen, ne? Ich schaue jetzt, dass ich hier beide Szenarien mit hineinbringe und wir haben hier noch den Honig. Ja, hier hat man Süßholz geraspelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also hier hat man dir viele Komplimente gemacht, man hat geflirtet, ja, man hat dir geschmeichelt. Man war vielleicht auch am Anfang etwas hartnäckiger und dann hat sich das Ganze hier aber verflüchtigt, wie man sieht. Ja, vielleicht auch ein Hinweis für dich, wenn du hier vielleicht die kontrollierende Person warst, ja, dass du das sofort dingfest machen wolltest, dann ist es ein Hinweis, dass man sagt, hey, geh ein bisschen langsamer an die Sache ran in Zukunft, ne? Vielleicht nicht zu übereilt und zu überschnell. Das kann auch eine Sache zwischen euch beiden gewesen sein, ja, dass es hier viel zu schnell auch ging und die Ängste hier aber überwiegt haben bei dir oder bei deinem Gegenüber. So, dann haben wir hier die Gänse. Ja, man war ein bisschen unbedarf, ne? Man hat hier sich schon gewisse Träume ausgemalt, man wollte da einfach mehr Sicherheit und mehr Stabilität in die Sache bringen, ne? Also alles, was wir hier eigentlich schon mit der Allee haben. Aber hier ging es einfach um einen Reifeprozess oder irgendwo, wo jemand auch mal ein bisschen erwachsener werden darf. Also hier hat man, das ist so ein bisschen so dieses Flatterhaftige. Man hat zwar die Hoffnung gehabt, ja, und man hätte sich das auch mit Sicherheit hier schön vorstellen können, ne? Nur irgendwo hat hier was nicht gepasst, ja, weil die Mäuse, das spricht immer auch für Ängste, die da eine Rolle spielen und vielleicht warst du auch zu gutmütig, vielleicht hast du dir auch viel zu viel gefallen lassen, bist vielleicht sehr leichtsinnig in die Sache reingegangen, aber
jetzt nicht im negativen Sinne, weil man hat halt einfach Träume gehabt, ja. Man konnte sich vielleicht mit diesem Menschen tatsächlich auch was vorstellen. Und es hat vielleicht auch geweibt zwischen euch beiden, ja, das kann ja sein. Aber hier hatte einer mit Sicherheit Ängste. Also entweder warst es du oder dein Gegenüber und deswegen hat man hier vielleicht auch viel kontrolliert oder so ein bisschen auch aus der Sicherheit, ne, aus der Angst raus, viel zu schnell alles, vielleicht ein bisschen überrumpelt die Sache, so kriege ich das auch hier rein. Ja, also, aber man wollte da in diese Richtung gehen. So, dann haben wir hier den Anker. Ja, man wollte hier was Langfristiges haben, ne? Man hat hier an diesem Wachstum auch noch festgehalten, eine Zeit lang, ne? Aber man hat, also eigentlich ist die Energie hier, dass man eigentlich eine feste, beständige Partnerschaft wollte mit diesem Menschen, ja? Und das ist ja auch nichts Verwerfliches, sage ich mal, sondern ich meine, wenn man von vornherein weiß, dass es nur so eine Larifari-Geschichte ist, dass man das von vornherein klärt, ja, dass man sagt, hey, ich bin hier eigentlich gar nicht an einer Partnerschaft interessiert, sondern eher nur so eine flüchtigen Geschichte, ja, dann weiß man Bescheid, aber das haben wir hier nicht, sondern hier wurden viele Komplimente gemacht, hier hat man wirklich geflirtet, ja, es war eine schöne Zeit und man hat sich halt dann auch gedacht, hey, da könnte tatsächlich auch etwas Festes entstehen, hier könnte Wachstum reinkommen, ja, also man hatte wirklich die Hoffnung, dass das umgesetzt wird, so. Ja, dann haben wir hier die Kaffeemühle, ne? Man hat also hier die Initiative ergriffen, man hat vielleicht auch sehr viel selber gemacht. Ja, das ist das, was ich am Anfang jetzt angesprochen habe, dass da vielleicht zu viel Aktion auch von deiner Seite drin war, ja, dass du zu viel gemacht hast, zu viel gegeben hast. Und das ist halt immer so, ne? Wenn die Männer nichts investieren müssen, dann sind sie auch oftmals schneller wieder weg. Das ist tatsächlich so. Also es kannst du gewesen sein oder dein Herzensmensch hat hier erstmal richtig vorgelegt. Ja, hatte also auch hier im Endeffekt die gleiche Energie, dass man sagt, naja, es könnte sich hier tatsächlich was entwickeln. Aber irgendwas ist ja hier passiert. Ja, man hat hier kein Vertrauen gehabt. Ja, und das haben wir hier wieder mit den Mäusen. Das heißt, man wollte, ja, aber irgendwo. Ja, hat man sich vielleicht auch in dieser Weise selbst überschätzt, ne? Man hat also hier wirklich rausgedonnert und hat gemeint, na ja, das kann hier so, ne, was werden und dann ist es letztendlich hier ja, in den Verlust gegangen. Das heißt, hier kannst du es auch mit jemandem zu tun haben, ja, der auch sehr von sich selbst überzeugt ist. Ja, vielleicht hast du hier so jemanden an Land gezogen, der gut aussieht, der einen tollen Job hat, der einfach weiß so ungefähr, ne? Ich weiß, wie ich ausschaue, ich kann alle haben so ungefähr, ne? Das ist auch so hier die Energie, die ich hier wahrnehme. Ja, man hat hier, wie gesagt, kein Vertrauen gehabt und wir haben hier den Kinderwagen, ne? Und im Endeffekt, ja, man wollte hier eigentlich schon diese ganze Geschichte aufbauen. Man wollte erstmal, ja, schauen, wie es weitergeht und ja, ist. War etwas, was in den Kinderschüchen gestanden hat. Ja, also man ist da sehr naiv in die Sache reingegangen, aber wie gesagt, vorher weiß man das ja immer nicht, ne? Sondern man hat sich hier wirklich gedacht, ja, das ist ein potenzieller Partner, ja, der fließt zwischen uns, wir können uns gut unterhalten, wir haben vielleicht auch da und da dieselben Ansichten, ne? Oder dieselben Hobbys oder einfach viele Gemeinsamkeiten, ne? Und hat halt einfach jetzt mal selber da Hand angelegt. Also ich kriege das hier so rein, dass man einfach viel zu viel gemacht hat. Ja, da war viel zu viel Aktivität drinnen. Und hier hast du es auch wieder ein bisschen mit dem Eigenbrötler zu tun, vielleicht auch ein bisschen kindliches, naives Verhalten hier. Na, also ein Anfang war da. Also man hätte sich's gut vorstellen können, sage ich jetzt mal. So, schauen wir mal weiter. Die Schwangerschaft, ne? Man wollte hier wirklich was ernten, ja, man wollte ankommen, vielleicht war auch hier Kinder ein Thema, ne? Eine Schwangerschaft und dass man sagt, ja, Familiengründung zum Beispiel, ne? Gewisse Pläne einfach umzusetzen, also bei jedem kann es was anders gewesen sein, vielleicht war auch, hast du einen Kinderwunsch geäußert und dein Gegenüber wollte vielleicht auch keine Kinder mehr, könnte auch ein Thema gewesen sein. Aber letztendlich ging es hier um eine Vereinigung oder dass man etwas, ja, dass etwas einfach auf fruchtbaren Boden wächst, wie man hier mit dem Anker in den Baum schon sieht, ja, dass man sagt, ja, genau das, da kann man aufbauen. Es steckt zwar noch am Anfang, aber es hat Potenzial, ne? Hätte es auch gehabt, wie man hier sieht,
definitiv, wenn die Ängste nicht gewesen wären. So, schauen wir mal, da haben wir hier die Wolken. Und wir haben hier das Buch, ja, gab viele Missverständnisse, viele Geheimnisse anscheinend auch oder einfach viele Unklarheiten zwischen euch beiden, ja, also gerade wie es weitergehen soll, ne, kann das was Festes, Beständiges werden, hat es eine Zukunft, kann man da was aufbauen, haben wir einen guten Nährboden, ja, eigentlich von beider Seiten her wollte man schon irgendwo eine Vereinigung haben, aber man war sich irgendwie unsicher, wie das Ganze überhaupt funktionieren soll, ja. Und das kann jetzt natürlich hier wirklich in Bezug auf Kinder sein. Es kann aber auch generell für diesen Neubeginn sein, ja, wo man sagt, naja, vielleicht waren andere Themen, haben da noch eine Rolle gespielt. Vielleicht hattet ihr eine Entfernung, ja. Wir haben hier das Schiff, ja. Vielleicht war, habt ihr ziemlich weit auseinander gewohnt, ja, dass man sagt, naja, wie sollte das funktionieren? Dann wird es ja nur eine Fernbeziehung oder wie oft sieht man sich dann und wann sieht man sich dann? Vielleicht haben auch noch Kinder eine Rolle gespielt, ja, wo man sagt, ja, ich habe aber Kinder und ich muss da und ich muss jenes. Ja, also hier haben wir wirklich verschiedene Themen drin und da war man sich unsicher, wie dieses Kapitel eigentlich weitergehen soll oder beziehungsweise unsicher, fängt man überhaupt an, ja, oder schlägt man das Kapitel einfach wieder zu, ne, wobei es wirklich Potenzial gehabt hätte. So, ja, dann haben wir hier die Medikamente, das sind einfach, ja, man war angeschlagen, ne? Es gab hier auch keine gute Stimmung mehr, irgendwie hat hier was, ja, abgenommen, ja, diese Euphorie, die man hier am Anfang hatte, ja, die ist also schon langsam nach unten gesunken, ne? So, dann haben wir hier den Teddybären, ja, da ging es auch wieder, schau mal, um das Vertrauen, um die Sicherheit, um die Wärme, die Geborgenheit, die man eigentlich haben wollte, ja. Aber auch die alten Gewohnheiten haben hier eine große Rolle gespielt, ja. Also vielleicht konnte jemand sich noch nicht aus einer Situation befreien oder hatte da noch irgendwelche anderen Sachen dran kleben, ja. Also man hatte Angst vor einer Veränderung, ja, das. So, dann haben wir hier die Kerze. Ja, hier hat man wirklich, oder man wollte zwar Licht ins Dunkel bringen, ja, man wollte vielleicht auch verschiedene Sachen klären, aber irgendwie konnte man das nicht klären, ja. Also hier hat man auch ein bisschen mit dem Feuer gespielt, ne. Also dieses, ja, ich finde dich toll und bla bla blub, also dieses Süßholzraspeln eben, ne? Ist man eigentlich, wenn man selber unsicher ist und das natürlich an eine andere Person so sagt, dann erwächst du natürlich auch eine gewisse Hoffnung, was ich immer nicht so gut finde, sondern derjenige vielleicht schon sagen sollte, hey, ich weiß nicht und so weiter, ne? Kann auch sein, dass er das geäußert hat. Und hier einfach ja trotzdem etwas wieder aufleben lassen wollte oder zumindest für den Neubeginn auch zu haben war. Aber wie gesagt, die Angst vor einer Veränderung oder dass man hier nicht mehr vertrauen kann, ist ein großes Thema. Und das hatten wir auch schon die letzten Legungen immer wieder mal drinnen. So, und dann haben wir hier das Telefon. Ja, man hat hier also Gespräche geführt, man hat diskutiert. Ja, man hat vielleicht auch immer wieder den Kontakt gesucht, aber letztendlich mit dem Wolken und dem Buch hier sieht man, dass man also auch mit den Gesprächen hier nicht wirklich weitergekommen ist, sondern dass das immer ein bisschen unsicher war, ein bisschen schwammig war. Ja, man hat dann wieder vielleicht irgendwas Nettes gesagt. Ja, kriege ich ja so ein bisschen die Warmhalteposition rein. Ja, also immer so, ja, einerseits will ich, aber einerseits weiß ich nicht. Ne? So eine Kombination oder so eine Mitteilung ist das hier, was in der Vergangenheit gelaufen ist. Also das heißt, es hat gut angefangen und dann hat hier einfach jemand die Flatter bekommen. Definitiv. Ja, also hier ist jemand unsicher geworden, hier wusste jemand nicht mehr. Es war sehr schön. Ja, man hätte sich vorstellen können und dann sind irgendwelche Ereignisse dazugekommen. Wie gesagt, bei jedem kann es was anderes sein. Wo also diese Euphorie, diese positive Energie dann schon langsam wirklich abgeflacht ist, ja. Und das haben wir hier wirklich an Vertrauen, Sicherheit, ne. Und man konnte auch mit Gesprächen hier anscheinend nicht mehr auf den Nenner kommen oder beziehungsweise man konnte diese Unklarheiten oder diese Ungewissheit nicht ausmerzeln. Vielleicht hat hier aber auch jemand etwas nicht gesagt, ja, weil wir das Buch haben, dass man hier einfach gewisse Sachen hatte, die man dir auch nicht gesagt hat, an was es liegt. Also von der Kommunikation her würde ich sagen, hast du in der Vergangenheit nicht viel damit anfangen können, ja, oder so, dass dir das irgendwo Stabilität oder Sicherheit vermittelt hätte, ja, sondern das hat dich eher noch mehr unsicher gemacht und eigentlich ist es dann wirklich in die Binseln gegangen. So.
Weiter im Gefecht. Da haben wir die Kirche. Ja, hier hatte man festgefahrene Glaubenssätze. Ja, hier waren anscheinend auch gewisse Traditionen, Glaubenssätze, Strukturen, Muster haben hier eine ganz große Rolle gespielt, vielleicht auch Religion, ja, vielleicht hast du jemanden kennengelernt, der eine andere Religion hatte, ja, wo das auch irgendwie zu Missverständnissen geführt hat oder wo der halt vielleicht es nicht so umsetzen konnte, wie du dir das vorgestellt hast, ja, auch dein Wunschpartner eben, wie gesagt, festgehalten hat an starren Meinungen, ja, also gar nicht irgendwo abgewichen ist von etwas, sondern da eben in der Hinsicht oder in den Punkten, die hier sind, sehr festgefahren war. Ja, also hier haben wir so ein bisschen so eine sture, starre Verhaltensweise. Aber wie gesagt, es kannst auch du gewesen sein. Ja, versuche hier auch wirklich ehrlich zu dir selbst zu sein, dass du sagst, ja, ich habe mir hier einen Hintern aufgerissen, ich habe einfach wieder viel zu viel gemacht. Ich habe geschaut, dass es ihm gut geht, ich habe das und jenes gemacht, ne? Ich wollte halt einfach, dass das Ganze sich hier festigt, weil es so gut funktioniert zwischen uns beiden oder weil wir uns so gut verstanden haben. Und da war irgendwo, hat da jemand, ist da jemand unsicher geworden oder beziehungsweise hast du ihn ganz gewaltig mit einem Sicherheitsthema und seinen Ängsten hier getriggert, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also hier hat jemand eigentlich schon im Innersten die Absicht, sich zu binden oder beziehungsweise einen Neuanfang zu starten, dann hätte man auch gewollt. Ja, aber durch das, dass hier irgendetwas, vielleicht durch das, dass du viel zu viel gemacht hast, dass er Angst gekriegt hat, ja, Bindungsangst nennt man das auch, ist ein bisschen konträr, weil auf der einen Seite will man es und auf der anderen Seite spielen dann die Ängste eine Rolle, dass man sagt, jo, werde ich jetzt hier festgenagelt oder wie schaut es jetzt aus und dann haben wir noch so viele Unklarheiten und dann wohnst du weiter weg und dann habe ich noch Kinder und dann ist noch jenes. Also da hat irgendwo jemand oder ist jemand unsicher geworden, ja, und aufgrund dessen hat das nicht funktioniert, weil man hier auch gewisse Glaubenssätze, Muster und Strukturen weiterhin ja verfolgt oder verfolgt hat und ja, man hatte schon vielleicht gewisse Gewissenskonflikte, ja, dass man sagt, ja, ich weiß nicht, kann ich das machen, ist das richtig, was würden die anderen denken, also auch wieder hier die Öffentlichkeit, die mit Sicherheit auch eine große Rolle gespielt hat, ja, der Einfluss von außen, aber hier ist es viel starre Anschauungsweise, ja, wirklich, nee, das geht so nicht, das kann man so nicht machen, das gehört sich nicht, na, solche Sachen sind das hier. So, dann haben wir hier den Park. Ui, und die Schlange. Ja, also hier kann es wirklich von außen eine Person gegeben haben, die noch zusätzlich eingewirkt hat. Vielleicht hat er sich aber hier auch noch, weil ich ja am Anfang erwähnt hatte, ne, so ein bisschen so dieses Flirty-Dirty-Gigolo-Verhalten, dass sich dieser Mensch auch hier noch mit anderen Damen oder mit einer anderen Dame getroffen hat. Kann aber auch hier, wie gesagt, eine Mutter sein, kann noch eine Ex Freundin, Ex-Frau sein, ja, also alles das, was hier der Einfluss von außen ist, was das Ganze hier mega kompliziert gemacht hat, ja. Kann auch Mutterthema sein, wie gesagt, ausschließen kann man hier nie etwas, oder hat sich tatsächlich hier noch anderweitig umgeschaut, ja, da musst du jetzt gucken. So, dann haben wir hier den Champagner. Ja, schau mal, Geselligkeit, dieses Treffen. Ne? Also hier hast du es mit jemandem zu tun, der mit Sicherheit noch andere Kontakte gehabt hat. Vielleicht hattest du auch zu dem Zeitpunkt, ja, gerade wenn du ihn über die Öffentlichkeit, also über eine Flirtbörse oder sowas kennengelernt hast, ja, oder vielleicht auch, muss jetzt nicht unbedingt, das kann ja auch das Außen sein, wie gesagt, dass hier einfach noch jemand andere Kontakte gepflegt hat, ja, dass du also nicht die einzige Person warst, sondern dass hier definitiv noch jemand zur Auswahl gestanden hat, ja, oder man hat sich jetzt viel über Außen abgelenkt, ne, man hat ja mehr auf, wie sage ich denn, den Fokus mehr auf seine Freizeitaktivitäten gelegt. Man wollte unbefangen sein, man wollte einfach nur Spaß haben. Ja? Also man hat sich verabredet noch mit anderen. Also so kommt mir das hier rein. Ne? Hier hast du es, auch wenn es zwischen euch gut war, ne? Denke ich, dass du nicht die einzigste Person hier warst. Ja, und dann gab es den Abschied. Ne? Hier hat man ja, hier hat man die Trennung da, ne? Also irgendwas, das kann auch genau das gewesen sein, was hier vor kurzem an die Oberfläche gekommen ist, dass du mitbekommen hast. Ja, er hat dir hier schöne Augen gemacht, ne? Und hat dir hier das Blaue vom Himmel runter erzählt. Aber letztendlich
Hat er entweder, wie gesagt, noch Abhängigkeiten oder Verstrickungen gehabt, die er nicht erwähnt hatte? Ja, also dass er dir hier nicht ganz die Wahrheit gesagt hat oder, ich würde mal sagen, dir ein paar Sachen verschwiegen hat. Oder ist es hier tatsächlich noch jemand im Rennen gewesen und deswegen hat man hier die Koffer gepackt und ist abgezogen, ne? Weil der Mann liegt ja hier im Verlust. Also es kann aber auch sein, dass du dann dich hier verabschiedet hast, ne? Wenn dieses Geheimnis, wie gesagt, an die Oberfläche gekommen ist, dass du gemerkt hast, okay, da stimmt was nicht, ne? Der siebte Sinn, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und dass du dann wirklich hier gesagt hast, so, ich brauche das nicht. Jemand, der mir hier Süßholz raspelt, ja, und mich in den siebten Himmel hebt, aber dann hier noch mit anderen Tussen so ungefähr rumhängt. Das brauche ich nicht, ja. Und da könntest du hier den Abschied eingeleitet haben, dass man sagt, so, ich packe meine Koffer, dann gehe ich neue Wege, auch wenn es schmerzhaft ist, ja, aber das hier brauche ich nicht, ne? Oder eben, wie gesagt, er hat hier die Koffer gepackt, weil es eben hier, ja, entweder noch eine andere Dame gab oder es eben andere Sachen waren, die dafür verantwortlich waren, dass er hier nicht aus seiner Haltung rausgegangen ist. Spannend, spannend. Also wie gesagt, guck, wie es für dich passend ist, ne? Hier haben wir mehrere Szenarien. Also entweder ja, bist du diejenige gewesen, die hier gesagt hat, so, adieu, mein Freund, oder Monsieur ist gegangen, weil es eben hier gewisse Geheimnisse gab. Ja, und ich gehe aber davon aus, weil wir hier die Öffentlichkeit haben, dass das dir vor kurzem auch irgendwo in irgendeiner Weise klar geworden ist oder dass du irgendwas vielleicht gesehen hast, gelesen hast, dir wurde was mitgeteilt, wie auch immer. Ne? Und dann hast du hier gesagt, so, nee, brauche ich nicht, muss ich nicht, will ich nicht. So, dann schauen wir mal in die Zukunft rein. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, da haben wir die Bibliothek. Ne? Man hat jetzt draus gelernt, man eignet sich auch hier Wissen an, wie man sieht. Ja, man sucht auch ein bisschen die Ruhe und sinniert über das Ganze. Ja, wir haben hier mit dem Schiff, ne, gewisse Sehnsüchte sind natürlich da und man leidet da jetzt auch vielleicht ein bisschen, ne, dass man sagt, ja, es wäre so schön gewesen, aber das ist nicht das, was ich möchte. Und da zieht man sich jetzt ein bisschen zurück, ja. Vielleicht beliehst du dich auch gerade aktuell über ein paar Sachen, guckst dir vielleicht auch deine eigenen Themen hier an, ne? Gerade wenn vielleicht auch hier die Glaubenssätze, festgefahrene Strukturen betreffen ja dich auch selbst, ne? Weil das, was ich mir im Außen anziehe, hat ja immer was mit mir selber auch im Innen zu tun, ne? Sonst umsonst kommt das ja nicht rein. Das heißt, hier haben wir auch so ein bisschen mit dem Buch die Lernaufgabe noch dabei, dass man auch hier sich selber noch ein paar Sachen anschaut, ja? Und man sieht, dass du das auch hier machst, ne? Aber du bist auch hier ein schlaues Mädchen, schlaues Kerlchen. Das sagt, ja gut, dann ziehe ich mich jetzt erstmal zurück, weil, wie gesagt, das ist nicht die Vorstellung, wie ich sie habe. So, ja, hier fängst du also an, dich wieder mehr zu verankern, ja, mehr wieder in die Stabilität und in die Sicherheit zu kommen. Ja, das Ganze ist ja auch karmisch, wie man sieht, ist eine belastende Sache, ja, oder das ist, was man hier Festes haben wollte, ja, lastet noch ein bisschen auf dir, ne, deswegen auch die Ruhe oder dass man sich jetzt erstmal zurückzieht. Aber wir haben hier mit den Störchen schon den Wandel oder die positive Veränderung, die sozusagen in dein Leben hineinkommen darf. Ja, also du veränderst dich, du wandelst dich, aber das ist einfach nur durch dieses, ja, dass man sich wieder selber verfestigt, dass man sich einfach auch hier diese Lernaufgaben nochmal anschaut und sagt, so, ich muss auch für mich etwas in meinem Leben ändern, ne, Meinungen ändern, Perspektiven ändern, die Prioritäten anderen setzen, ja, aber das kriegst du hin, wie man hier sieht, ja, schicksalhaft wird dir hier auch der Wandel schon eingeleitet. So, dann haben wir hier die Ladenkasse. Das ist auch nochmal die Bestätigung drauf, dass man hier also wirklich mit etwas abrechnet. Ja, dass man jetzt wirklich auch schaut, okay, wo investiere ich nochmal meine Nerven und meine Gefühle wirklich hinein? Na, ich möchte schöne Sachen haben. Ich möchte eine positive Veränderung haben. Und deswegen wirst du hier auch gelehrter werden, sage ich mal, oder weiser werden, dass du in Zukunft eben auch schaust, wo investierst du wirklich hinein? Ja, also das finde ich, das war jetzt mal, natürlich ist es übel, wenn man an so jemanden gerät, ja, weil es nicht schön ist, zuerst hier so hui, hui, hui und dann hier, ne, das ist klar, aber für dich auch hier oder für dein Gegenüber natürlich auch etwas zu lernen, dass man sagt, hey,
man muss jetzt da mal man muss jetzt wirklich mal mit gewissen Dingen abrechnen, um mal zu schauen, was ist jetzt für mich eigentlich wichtig, ja, weil dein Gegenüber sieht ja auch, dass man hier sich momentan beließt, ja, oder irgendwo auch sich zurückgezogen hat, um das Ganze mal Revue passieren zu lassen, weil es ist ja auch bei deinem Gegenüber hier das Stabilitäts- und Sicherheitsthema, was hier belastet, und das gehört ja in dem Sinne genauso verändert, ja, und da ja, setzt man sich momentan wirklich hier mit diesen Dingen auseinander. So, dann haben wir hier die Hochzeit. Ja, Happy End, ne? Man möchte eigentlich hier eine Partnerschaft eingehen. Du wirst auch in eine Partnerschaft gehen, wie man hier sieht. Aber für die meisten ist es einfach, dass man sagt, ja, man möchte wieder in die Leichtigkeit, in die Lebensfreude rein, ja, sodass es für mich einfach wieder alles gut wird, ja. Happy End, wie gesagt, ist hier nicht ausgeschlossen. Ne? Es wird auch in eine Partnerschaft für dich gehen, aber du wirst jetzt anders an die Sache rangehen. Ja? So nehme ich das hier wahr. So, schauen wir mal. Guck, da wird was abgeschlossen und transformiert. Ja, irgendein altes Kapitel. Ja, weil wir haben hier, wir dürfen nicht vergessen, das Kreuz mit dem Buch auch hier, ne, ist immer die Lernaufgabe, dass man also irgendwo etwas jetzt hinter sich lässt und sagt, ja, ich werde aber in mein Happy End gehen, ja, ich werde meine Partnerschaft bekommen, die ich mir vorstelle, ja, ich werde das Liebesglück leben, was ich möchte. Man steht also hier auch für sich selber ein und sagt, gut, dann lasse ich das jetzt hinter mir und schließe auch hier alte Kapitel ab oder alte Glaubenssätze, alte Muster. Also es ist wirklich ein enormer Wandel hier drin und gehe in mein Glück rein. Und das passt auch hier wieder mit dem Glücksschwein, ja, das sagt, es ist ja niemand anderes für dein Glück verantwortlich, sondern du bist es hier selber. Ja, das heißt, dieses Wiederaufstehen, nachdem hier etwas nicht geklappt hat, ja, oder vergangen ist, und gar nicht mehr in die Zukunft eben zurückschaut, sondern dieses Kapitel abschließt und sagt, so, dann gehe ich jetzt nach vorne und gucke, wie ich das Ganze für mich hier ins Positive oder ins große Glück umsetzen kann, weil ich bin meines Glückes Schmied, ja, und das ist hier nicht von diesem Chaoten da gerade abhängig. Ja? Aber genauso ist es auch für deinen Chaoten hier. Ja, da gilt dasselbe, dass er im Endeffekt auch hier alte Kapitel mal abschließen darf, alte Sachen, Strukturen hinter sich lassen darf, um endlich mal sein Glück zu leben. Weil letztendlich wollen würde das dieser Mensch tatsächlich. Ja? Aber diese Angst, vielleicht wieder enttäuscht zu werden, ja, wieder Kummer und Sorgen. Wir haben ihn ja auch, ne? Das Ganze nagt ja an ihm. Ja, also das, was zwischen euch beiden hier passiert ist, geht auch nicht so wirklich spurlos an ihm vorüber, das muss man hier auch sagen, weil er natürlich auch seine gewissen Sehnsüchte, Wünsche und Träume hier hatte, ne? Aber mit seinen Ängsten und seinen Zweifeln, ja, oder was immer da Thematik bei euch war oder bei ihm jetzt auch, was er dir vielleicht auch gar nicht wirklich 100% gesagt hat, ist das Ganze hier nicht wirklich zustande gekommen oder zumindest nicht auf diesem Weg, wie man es am Anfang vielleicht sich hier erhofft hatte. Na, und gerade wenn hier noch dritte Personen eine Rolle spielen oder vor allem das Außen, ne, dass er da sehr viel Wert gelegt hat, was andere Leute sagen, ja, oder was andere Leute wieder darüber denken können, oder vielleicht hier eben auch noch eine Rivalin war, die auch noch interessant war, aber letztendlich ist er ja damit auch nicht wirklich angekommen, wie man sieht, sondern jetzt hängt er auch in dem Sinieren drinnen und merkt eigentlich, ja, dass das nicht das Happy End ist, sondern dass ich dafür auch was tun muss. So, wir haben hier den Käfig, ja, man hat sich einsam gefühlt, man war auch hier in einem goldenen Käfig, man hatte sich nicht frei entfalten können, ja, hier haben wir auch wieder die Abhängigkeiten drauf, vielleicht auch auf viel verzichtet, ja, und wir haben hier das Karussell, also hier hat man sich im Kreis gedreht mit etwas, ja, da war kein Vorwärtskommen, Gefühlschaos pur, ja, man hat also auf derselben Stelle gedreht und das ist das, was ich vorhin schon am Anfang sagte, hier kam man nicht wirklich weiter, auch nicht mit der Kommunikation, ja, weil wenn natürlich verschiedene Dinge nicht ausgesprochen werden, ja, oder nicht offen darüber geredet wird, dann wird das schwierig, dass man da was umsetzen kann. Aber das da, ja, aus diesem Käfig auszubrechen und diese Wiederholungen zu beenden, das wird jetzt bei dir hier so sein, das wird aber auch bei deinem Gegenüber so sein. Also man wird hier schon etwas ins Positive bringen. Ja? Der Wandel ist da, da wird auch hier etwas abgeschlossen und transformiert. Kommt auch Licht in die Sache hinein, ne? Dass man sagt, ja, ich war jetzt hier eigentlich die ganze Zeit in der Stagnation, ich will ja eigentlich glücklich sein, ich will ein Happy End haben, ich will in eine Partnerschaft. Ja, dazu muss ich aber erstmal aus dem goldenen Käfig und aus dem Karussell aussteigen. Ne? Also sehr schön, wie die Karten heute wieder miteinander sprechen.
Ja, dann haben wir hier den Regenbogen. Der zeigt eigentlich schon an, dass das Schlimmste eigentlich überstanden ist. Ja, dass es also hier diese Sache sich verbessern wird. Aber das haben wir hier schon mit der Sonne. Das heißt, man rappelt sich im Endeffekt wieder auf. Ja, es ist jetzt ein Schlag gewesen. Ja, oder eine Enttäuschung einfach auch, wie man hier sieht, weil das so schön war zwischen euch beiden. Ja, und dann ist eben hier diese Kacke aufgetreten. Aber wie gesagt, das Schlimmste hast du bereits hinter dir, ja. Also wer jetzt gerade noch enorm im Liebeskummer drinnen ist, dann kann ich dir hier sagen, das wird sich hier verbessern. Deswegen haben wir das Schneckentempo, ja. Abwarten, zieht sich noch ein bisschen, aber lass dir Zeit, widme dich dem Schmerz, ja. Es wird sich definitiv verbessern, ja. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ja, guck, Turmsturz, ne? Man wird das Ganze hinter sich lassen, ja. Gut, die Trennung sieht man hier noch oder dieses einfach, dass man auf Distanz gegangen ist. Aber wir haben hier den Baum, das heißt, hier darf etwas wachsen, gedeihen, heilen, ja, hier darfst du dich entwickeln. Also man geht weiter, ja. Also wie gesagt, das ist hier Turmsturz, ja, man sieht noch die Enttäuschung und einfach, dass etwas zu Ende gegangen ist. Aber hier haben wir schon das Wachstum wieder drauf. Also wie gesagt, es wird sich hier verbessern. Ja, wir haben hier die Tafelrunde. Na, das ist so, man geht selber wieder raus, man trifft sich wieder mit Freunden, na, man verlässt hier den Turm. Na, vielleicht brauchst du das aktuell einfach auch nochmal, wie man hier mit der Bibliothek kam, dass man sagt, naja, man zieht sich ein bisschen zurück, man geht ein bisschen in sich, ja, die innere Einkehr ist es auch, um hier wirklich zu heilen, sich weiterhin zu entwickeln, zu wachsen, aber man wird auch wieder rausgehen, ja, das heißt, man wird sich wieder mit Freunden treffen, vielleicht auch wieder mehr zur Familie gehen, man wird hier wirklich diese Verantwortung für sich selbst übernehmen und auch einstehen, ja. So, und die letzte Karte. Ja, da haben wir hier die verschlossene Tür. Du wirst Grenzen setzen. Ja, das ist genau das, was wir jetzt haben. Oder dein Gegenüber wird auch hier anfangen, Grenzen zu setzen. Auch dagegen zu halten, das ist Einhaltgebieten, dass man sagt, es reicht jetzt. Ja, hier auch rüberspiegelnd, ne, auf die Glaubenssätze. Ja, hier sieht man das schön, die Kirche, ne, das, was ich vorhin alles ja, aufgezählt hatte, hier wird man Nein sagen, hier wird man Stopp sagen, hier wird man sich verteidigen, ja, man wird hier wirklich Grenzen setzen, also du sowie dein Gegenüber, ja, man wird hier aus verschiedenen Dingen ausbrechen, na, auch das, was hier noch unklar war, der Regenbogen, das wird sich verändern, also man sieht schon, auf beider Seiten wird sich was tun, ne? Die Frage ist natürlich, was machst du, wie gehst du weiter, ja? Es kann auch sein, dass hier wirklich jemand auch wieder auf dich zukommt, das möchte ich hier gar nicht ausschließen, aber dann wirst du vielleicht hier auch eine Grenze setzen und so sagen, so, nee, ich möchte das nicht mehr, ja? Oder einfach zu sagen, ja, gut, das hier ist aber meine Grenze, ne? Wenn du da weiterhin drüber gehst, dann gibt's überhaupt kein Vorankommen mehr, dann ist das hier, dann bleibt es hier eine verschlossene Tür für dich. Ja, also für dich aber auch selber ist dieses Lernen, Grenzen zu setzen. Ne? Das könnte hier auch, wie gesagt, spiegelt mit den, oder hier haben wir es ja spiegelt mit der Lernaufgabe rüber, dass du jetzt anfängst, mal Grenzen zu setzen, für dich selber einzustehen, dir nicht mehr so viel gefallen zu lassen, dich auch nicht mehr aufzuopfern, ja, und vor allem dich nicht mehr hier irgendwo dir die rosarote Brille aufsetzen lässt. Ja, vielleicht musste das genauso sein, dass du das lernst, ja, dass dein Thema hier wirklich ist, lernen, Grenzen zu setzen, dich ein bisschen abzusondern, ja, die Königin-Energie hier, du lässt dich erobern, ja, du gibst nicht mehr in etwas rein, wo du merkst, da kommt nichts mehr bei rum, ja, also ich denke schon, dass es hier gewaltig um Grenzsetzung geht, ja, was vielleicht in der Vergangenheit nicht so dein Thema war, sondern dass du dich vielleicht sehr schnell beeinflussen lassen hast, dich sehr schnell bezirzen lassen hast, ja, und dann musste das aber so sein, dass du das lernst, ja, und das kann man dann in jeglichen Bereichen, das hat jetzt nicht mehr oder nicht immer was mit der Liebe an sich zu tun, sondern dann geht es um alle Bereiche, wo du einfach deine Grenzen setzt und sagst, okay, ab dem Zeitpunkt, wo mir das Ganze nicht mehr gut tut, bleibe ich nicht weiter in der Sache drinnen, sondern oder lass mich hier nicht weiter irgendwo veräppeln, sondern ich gehe aus dieser Sache raus. Und das ist ja oftmals genau der Schritt, ja, aus dieser Sache dann wirklich auch rauszugehen. Ja, das ist oftmals nicht so einfach. Aber dann hat es so sein müssen, dass du das hier lernst. So, dann haben wir hier die Lilien und wir haben hier die Schlange. Ja, also hier geht es wirklich um einen Ausgleich, auch hier mit der Schlange die Heilkarte, ne, dass man sagt, so, ich habe keinen Bock mehr auf irgendwelche Komplikationen, Verwicklungen oder Verstrickungen, sondern ich möchte hier im Einklang mit mir selbst sein. Ja, ich möchte keine Umwege mehr gehen, sondern ich möchte hier etwas ausgleichen. Und das kann einfach auch nochmal genau
können familiäre Probleme auch sein. Ja, ich sagte ja, vielleicht auch bei deinem Gegenüber hier. Oder weil er einfach bis dato hier ein Affärenmensch war. Ja, das ist hier so auch die klassische Affärenkombination für mich, wo man einfach immer wieder so Techtelmechtel und da könnte es noch eine Anziehung sein und dort könnte noch, ne? Und dem wirst du Einhalt gebieten, dass man sagt, so, wenn du weiterhin so diesen Scheiß hier machst, ja, dann bin aber ich hier nicht zu haben, sondern dann bleibt hier meine Tür verschlossen für dich, ja, wenn du das hier weiter ausleben musst. Aber wenn man es auf dein Gegenüber hier ummünzt, dann wird hier genau das beendet. Das heißt, dann will man das nicht mehr. Man möchte keine Affären mehr haben, weil man ja eigentlich in das große Glück möchte. Man möchte ein Happy End haben. Man möchte eigentlich eine feste Partnerschaft. Man möchte Sicherheit. Man möchte Vertrauen. Ja. Also wie ihr seht, in Beobachtung auf die letzten Orakel, ne, die Energien sind immer noch die gleichen und es zieht sich hier wirklich durch. Aber hier gehört auch etwas beendet. Ja, also für dein Gegenüber, da wird man ja auch die Tür zumachen. Also wenn der hier noch eine Affäre hat oder vielleicht noch mit irgendeiner anderen Frau zugange ist, ja, dann wird das aber hier zugemacht. Ja, das wird hier verschlossen. Das heißt, da sagt man Stopp, da sagt man Nein und das Ganze ist hier auch beendet. So, dann haben wir hier den Fotoapparat. Ja, hier sind noch Vergangenheitsthemen. Ne? Man sieht, man holt sich wieder die Erinnerung rein. Das heißt, hier geht es vielleicht wirklich um einige Themen, die auch dein Gegenüber hier noch ausbalancieren darf. Also tatsächlich vielleicht auch hier der Mutter Einhalt gebieten, na, wenn die vielleicht sehr übergreifend ist. Oder hier, wenn noch Ex-Frau, Ex-Freundin zugange ist, dass man sagt, so, mir reicht's jetzt hier. Ja, ich schiebe jetzt mal den Riegel vor, weil so kann es nicht weitergehen. Aber hier holt ihn einfach auch wieder die Vergangenheit ein und man sieht, auch bei dir ist es so, ne, dass man im Endeffekt aber nicht mehr an dieser Vergangenheit festhalten soll, sondern man soll die Tür zumachen oder man soll die Tür zuschließen. Im Endeffekt, wie es hier eigentlich die Karte der Vergänglichkeit schon anzeigt, ne, zack, weg, weil im Endeffekt bringt es nichts mehr, weil die Vergangenheit ist Vergangenheit. Ja, die kann ich nicht mehr ändern, die kann ich nicht revidieren, bringt auch nichts mehr in dem Sinne, sondern ich muss mich auf das Neue konzentrieren, ja, und mich aufs neue Glück ausrichten. Wie gesagt, jeder steckt hier mehr oder weniger in einer anderen Situation drin. Also wenn hier noch bei deinem Gegenüber jetzt solche Affärenkonstellationen da sind oder familiäre Dinge, dann wird das hier alles beendet. Und auch du wirst sagen, hey, pass auf, wenn das hier so weitergeht, dann stehst du bei mir vor einer verschlossenen Tür, weil das brauche ich nicht. Aber auch deine Vergangenheit darfst du hier abschließen. Hoppala. So, und dann haben wir hier die Teezeit. Ne? Und das ist einfach, man wieder die Kraft zu tanken, ja, in die Heilung auch zu gehen, wie wir es hier auch mit der Schlange auch schön symbolisiert haben. Das heißt, einfach auch diese stressige Zeit hinter sich zu lassen und wirklich hier diese Sachen auszubalancieren, weil man einfach keinen Bock mehr hat. Ja, also entweder du oder dein Gegenüber, wie gesagt, ich sehe es aber auch hier für dein Gegenüber, dass man hier einfach in die Ruhe geht, vieles beendet, die Grenzen setzt, ja, die Türen zumacht und sich erstmal wieder ein bisschen auch erholen muss von dem Ganzen. Ne? Deswegen haben wir ja das Schneckentempo, zieht sich noch ein bisschen. Ja, ich möchte aber hier jetzt nochmal eine Zeitkarte draufziehen, weil ich möchte wissen, wie lang zieht sich denn das Ganze hier noch? Ja, gut, hätten wir uns hier, hätten wir uns vielleicht sparen können, aber gut. Wir haben hier einmal die göttliche Zeit, ja, also der richtige Zeitpunkt wird kommen, ja? Es ist also von oben bestimmt, aber es ist auch noch eine zweite rausgefallen, also die göttliche Welt lässt uns ja nicht ganz im Sande verlaufen. Wir haben hier April, April. Ja, also ich bringe dich heute zum Lachen, auch hier haben wir wieder das Frühjahr dabei. Finde ich sehr schön, dass sich hier, wie gesagt, die Zeit oder dass die Zeit wirklich gleich bleibt, ja, da haben wir also keine Zeitverzögerung drin, auch wenn wir hier das Schneckentempo hatten, sondern April ist wieder der Frühling, der sich in ja so vielen Legungen schon gezeigt hat. Ja, so, hier haben wir die Sterne, ne, auf der vergangenen Seite, das heißt, hier ist also viel Klarheit reingekommen oder ja, man hat viel erfahren, sage ich mal. Ne? Auch die Spiritualität hat hier mitgewirkt. Deswegen hatte ich gesagt, ne, ob das nicht mal einfach genau diese Lernaufgabe war, dass du in Zukunft mehr Grenzen setzt oder mehr für dich selber einstehst. Vis-à-vis natürlich auch für dein Gegenüber. Und hier in der Zukunft haben wir die Routen. Das heißt, es geht also viel um Klärung und um
Bereinigung, wie man sieht. Ja, also viele Dinge müssen erst geklärt werden und bereinigt werden, damit es hier wieder nach vorne gehen kann. Und dazu war das nötig. Das heißt, man könnte hier eigentlich schon sagen, dass ihr da parallel lauft. Das war also euer beider Lernaufgabe, ja, dass er auch lernt, für sich selber einzustehen und Grenzen zu setzen, auch mal Nein zu sagen. Ja. Und genauso wichtig war es aber auch für dich selbst, wie man hier sieht. Sehr schön Legung, muss ich sagen. Ja, also gerade in Bezug auf das ist hier gar nicht... Auch wenn es jetzt hier am Anfang erstmal negativ ausgeschaut hat, ja, haben wir hier aber trotzdem die Möglichkeit auf ein Happy End. Ob du natürlich hier sagst, ob es mit diesem Menschen noch sein soll oder ob du dann jemand anders in dein Leben lässt, ne, das bleibt natürlich dir überlassen, das ist klar. Aber man sieht hier schon eine gute Entwicklung drin. Das heißt, es ist also meines Erachtens hier noch nicht Hopfen und Malz verloren. Vor allem, wenn dieser Mensch lernt, jetzt für sich selber einzustehen, ne, das, was er vorher vielleicht nicht konnte. Ja, also sehr informativ wieder, finde ich. Ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte. Natürlich ersetzt das keine persönliche Legung. Also wer hier gerne noch eine Legung möchte, der kann sich bei mir hier melden. Ich glaube, ich habe sogar noch einen einzigen Termin im Februar frei. Also wer den noch möchte, ich muss, glaube ich, ja, ich glaube, einer ist es noch. Dann meldet euch. Ansonsten hier schon buchen für den März, weil der ist auch schon gut gefüllt. Also das heißt... Kann euch das rauslegen oder jegliche anderen Legungen, die ihr haben wollt, aber dann halt zeitnah melden, weil wie gesagt, es geht schon wieder weiter und dann geht es eigentlich schon wieder in den April rein. Ne? Also es geht zügig vorwärts und na, bis man schaut, haben wir früher und dann gucken wir mal, was sich so tut. Ja, meine Lieben, ne? Wie gesagt, wenn ihr was haben wollt, ich freue mich gerne, euch das zu legen, freue mich auch von euch zu hören. Vielen Dank nochmal auch an die ganzen Kanalmitgliedschaften. Ich habe mich mega gefreut, dass wir doch hier ja auch eine kleine Community werden. Ich werde hier auch regelmäßig eben euch Orakel zur Verfügung stellen, ne, ein bisschen anders und ein bisschen detaillierter, als es hier ist. Also wer gerne hier Mitglied werden möchte, freue ich mich natürlich, wenn ihr dazukommt. Haben wir auch wieder ein ganz spannendes Orakel gehabt, den Schneckenreport, fand ich auch gut. Ich habe es jetzt so genannt und den werde ich auch beibehalten, ne? Modell Schnecki. Also wer das gerne sehen möchte, bucht euch ein. Ihr müsst aber allerdings den Premium buchen. Ne? Mit den anderen Mitgliedschaften geht es nicht. Also die ersten zwei Stufen der Mitgliedschaft, sondern Premium, weil viele danach gefragt haben. Ich sage es nochmal. Und ihr findet den Zugang entweder auf meinem Kanal oder unter jedem Video, ja, wo oben der Button steht Mitglied werden. Und da drückt ihr drauf und dann könnt ihr auswählen, was ihr da gerne haben wollt. Ja. Jo, ich glaube, dann haben wir alle Fragen geklärt, weil da doch sehr viele angefragt haben. Und ansonsten fällt mir jetzt auch nichts ein, aber es passt. Na, wir sind von der Zeit her, 3/4 Stunde sind wir gut unterwegs. So, dann bin ich dahin. Ich wünsche euch einen wundervollen und zauberhaften Tag und wir hören uns mit dem nächsten Orakel. Ich drücke euch. Bis dann. Ciao, ciao. Eure Melalie.